Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder auf dem Berg des Todes, dem rutschigen Schneegipfel. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen heute nochmal versuchen, den Gegner platt zu machen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Schauen wir mal. Das ist hart hier oben. Hier ist so viel los da. Ah, da leckt gerade alles rum. Also wenn ich mich da noch mit bewege und okay, das ist nicht gut. Aber wie? Ich habe jetzt echt gedacht, ich muss normal alles machen, aber oh, es tut mir echt leid, dass das hier gerade so rumspackt. Das habe ich nicht gesehen. Oh, das ist aber auch viel los hier oben. Das tut mir unheimlich leid. Wir sind ja gleich fertig. Wenn wir jetzt auf einmal so viel abziehen und so wenig Schaden nehmen. Ey, das hat sich echt gelohnt zu trainieren. Das sollten wir öfters machen. Aber ich glaube, ich werde eher dann offline trainieren. Ich werde euch zeigen, wo wir sind, was wir machen müssen. Und dann beim nächsten Mal einfach einfach trainieren. Na. So ein Critical und dann einfach mal mit 50 oder so. Das wäre doch was Schönes. Ach, diese Fledermäuse. Ernsthaft. So, und das ist kein Schattenwandler. Das ist ein Morph-Dämon. Hab ich mich vertan. Das ist ein Morph-Dämon. Gut, dass wir das geklärt haben. Weil lieber Hammels hätten. Oh. Abwehren darf ich ja gar nicht. Bricht ja alles zusammen. Boah, trotzdem, der geht mir schon wieder so auf die Eier. Dieser Typ, der ist unmenschlich. Ja, ja, klar ist er unmenschlich. Ist ja kein Mensch, aber Alter, ja. Das ist schon wieder das oh, das regt mich schon wieder auf. Sowas nicht so, wenn die sich dann verwandeln und diese. Ah! Okay. Ist egal. Mehr rede ich nicht. Nee, ich hab's geschafft. Morph-Dämon besiegt. Wunderbar. Steve, der Tag ist gekommen, die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst, Steve. Du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen. Ich bin der Pflänzele. Blümele, ein schönes Blümele. Ich bin ein hübsches Blümlein. Was hast du vor? Guck mich nicht so an. Alter, knabberst du an meinem Blatt rum? Hast du mich gerade gegessen? Jetzt mache ich dich von innen platt.
Bin ich jetzt einem Vogel? Monster. Was erfüllst du jetzt für einen Zweck? Kann mir einer erklären, was genau das jetzt zu bedeuten hatte? Das war mir jetzt zu hoch. Sollte das jetzt die Evolutionskette darstellen? Oder der Stärkere überlebt? Oder erst du, dann ich? Ich weiß es nicht. Kapitel 3. Licht und Schatten. Meine Güte, Licht und Schatten, ich werd verrückt. Kapitel 3. Endlich! Menschen! Ich meine natürlich. Oh, Menschen. Du bist wach? Wie geht es dir? Das muss ich Lord Kumari berichten. Wie schön, dass du erwacht bist. Hallo Steve, ich habe dich gerettet. Du warst bewusstlos, als ich dich fand. Ich machte mir große Sorgen. Hi, ich heiße Lucky. Gut, dass es dir besser geht. Laza gehört zu keinem Staat. Es gibt keinen Führer. Unter den Augen Lord Kumaris leben wir in absoluter Harmonie. Gut, es hat sich wieder alles gefangen. Ich meine jetzt von den FPS. Das war wirklich auf dem Schneesturm da oben so. Ja, ab und zu mal. Kann man drüber hinwegsehen. Hoffe ich. Du bist endlich aufgewacht, Steve. Ich bin Lord Kumari. Bleib in Laza, bis es dir besser geht. Hier bist du sicher. Du wirst bald wissen, was du zu tun hast. Du kannst nun nicht mehr mit Pflanzen und Tieren sprechen. Nimm dies an dich. Es ist einer der ältesten Zauber von Laza. Und damit haben wir den Knochenzauber. Oh. Das war jetzt gerade Absturz. Lord Kumari, Majo ist angekommen. Ich weiß, bitte ihn zu mir. Bist du doch noch aufgewacht? Gut geträumt? Ja. Aber danke der Nachfrage. Alles schick. Ich bin so stark. Ich kann Schneemänner mit mir rumschleppen. Ich bin so stark. Wo ist der jetzt hingeflogen? Wo ist der jetzt hingeflogen? Achso. Gegen die da hinten existierende Leinwand. Das ist eine harte Atmosphäre. Lord Kumari war früher der Lehrmeister von Mario. Mario unternimmt viele Reisen. Nur selten trifft man ihn noch in Laza. Wo sind wir denn hier? Mal ein bisschen langsam laufen. Ist das ein Riesenaltar? Mit vier Mönchen, einer Statue,
für ein Speicherbuch? Ernsthaft? Ein Speicherbuch? Ja, dann werden wir das natürlich gleich mal nutzen, weil wir es können. Ganz einfach. So, und wieder raus hier. So, ja. Wo muss ich... Was muss ich... Halt! Ich habe da was Wichtiges gesehen. Hallöchen! Ah, endlich wieder da? Hallo Fremder! Vielleicht können wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir reden willst, musst du dich noch etwas gedulden. Ich mache mir Sorgen um meine Enkelin. Du meinst Mailin. Leidet sie noch immer unter dem Tod ihrer Eltern? Ja, ständig kehrt sie zu dem Unglücksort zurück. Sie hat die Gabe, Illusionen zu schaffen, die sie für real hält. Auch andere Menschen nehmen diese Illusionen wahr. Du bist Steve. Lord Kumari erzählte bereits von dir. Er sprach gerade von meiner Enkelin. Ihr Name ist Mailin. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran. Doch dann kam der Krieg. Jetzt lebt sie bei mir. Doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. Daher spielt sie den ganzen Tag in den Ruinen Lurans. Wo Luran liegt? In der Wüste nordöstlich von hier. So sagt man zumindest. Ich war noch nie dort. Mailin hat mir nie den Weg verraten. Darf ich hin? Darf ich hin? Steve, das Schicksal hat Ma Yong und dich zusammengeführt. Ma Yongs Ankunft nach deinem Erwachen ist ein bedeutsames Zeichen. Bist du bereit, mit deinen Kräften Mayo und Mailin zu helfen? Ja. Okay, sagt schon wieder das Gleiche. Gut, gut, gut. Hau ab. Ist gut, ist gut. Auf geht's, auf geht's. Auf wie auf. Auf wie auf, wie auf. Dumm. Gibt's hier einen Laden? Irgendwo? Irgendwas? Ladenähnliches? Na, guck mal, wen haben wir denn hier? Was hast du denn? Alles egal. Lieber haben wir Zetten. Ah! Meins? Hast du eine Waffe? Nö. Was ist das denn? Eine Mönchskutte. Wehrt Flüche ab. Meins? Danke, danke, danke. Siehst du, hat sich gelohnt, Geld zu sammeln. So, gibt's hier sonst noch was? Ach, wen interessiert's? Nordöstlich hat er gesagt. Menschen. Gobi. Ein Häuschen. Nomaden. Geh lieber wieder, mein Mann ist sehr eifersüchtig. Ja, ich bin doch nur auf der Durchreise. Weißt du? Nicht scharf auf den Quickie. Hat dir jemand erlaubt einzutreten? Nein, also raus mit dir. Hm.
Wir ziehen umher und schlafen unter den Sternen. Wir sind frei. Doch wir blicken ständig den Gefahren der Natur ins Auge. Wer bist du? Wir sind nur arme, aber glückliche Nomaden. Das ist schön. Dies ist unser Weideland. Du zertrampelst das Gras. Ja. Das sehe ich ein. Das hier? Das nicht mehr. Das okay? Das nicht. Ja? Nein. Was haben wir hier? Ach. 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 Hat jemand erlaubt? Nein, also raus. Du Bengel. Du Scheusal. Oh, pff, abgestürzt. Ja. Bevor ich da in die Wüste gehe, gucke ich erstmal. Huch. Hallo? Hallo? Ist hier wer? Nein? Oh. Gibt's hier was? Außer diesem Busch? Diese kahle Stelle? Huhu, hallo. Nein, hier ist nichts. Gut. Wollte ich sagen, gehen wir wieder. Klammer. Eieieiei. Diese ganze Bildschirmbewegung ist jetzt auch nicht geil. Diese Hitze. Ja. Wohin? Kaktus? Bestimmt zum Wüstenspiel. Kaktus. Ich verbrenne. Nein, tust du noch nicht. Noch ein Kaktus. Und wieder nach links. Mhm. Ich bin Pferdenausspürer. Und hier muss ich nach unten. Nochmal nach unten. Bin ich schon wieder tot? Nö, gut. Da hat sich gelohnt. Wow! In sein Sturm. Ich kann kaum etwas sehen. Hey. Wer war das? Warte mal. Renne nicht so schnell. Huch, jetzt sind wir in einer Stadt. In einer sehr schönen Stadt. Das soll eine verlorene Stadt sein? Wovon sprichst du? Bist du ein Reisender? Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach, blieb aber hier, um anderen zu warnen. Interessant. Interessant. Ja.